Wollen wir jetzt in der Datei arbeiten, können wir natürlich auf unsere Vektorelemente zugreifen und Vektoren mit Raster oder Bitmaps mischen und das Ganze dann wieder neu abspeichern. Wir wollen ja die Datei weiterverwenden und nicht immer wieder neue erstellen, was natürlich auch zeitintensiv ist. Und da sollten wir natürlich unsere Ressourcen nutzen, die wir haben. Dazu gehe ich in einer ersten Stufe mal hier unten runter. Ich kann jetzt mit dem Mausrad reinscrollen und da, wo der Mauszeiger ist, da wird auch hineingezoomt. Und da sehen wir jetzt, dass ich hier quasi eine Draufsicht in der flachen Ansicht von einem so einem Teil hier habe. Wenn ich jetzt was dazu zeichnen möchte, ist es so wie in anderen Grafikprogrammen auch. Da ist der Designer erstmal nicht anders. Wenn ich einen Kreis zeichne, ich hole mir das Werkzeug hier raus, mit einem Kreis zu zeichnen. Das wird mir dann auch angezeigt mit einem Tooltip, was das Ganze bedeutet. Und dann kann ich diesen Kreis quasi hier aufziehen und hier reinlegen. Möchte ich jetzt hier zum Beispiel eine Bohrung reinsetzen, dann lege ich die jetzt dahin. Und ich kann dann das Ganze irgendwie noch kleiner ziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann mache ich vielleicht die Linienstärke hier noch ein bisschen dicker. Da kann ich dann hier bei den Eigenschaften auswählen, wenn das Teil selektiert ist. Und dann setze ich das Ganze, nehmen wir mal an, auf 0,35 mm. Das ist ganz schön und das ist auch im 2D-Bereich ist das nicht verkehrt, das so zu machen. Das können andere Programme auch. Aber die Spezialität vom Designer ist jetzt, dass wir natürlich auch in der Perspektive zeichnen können. Und da haben wir eine Stärke, die das Programm sehr stark ausspielen kann. Wir können sowohl in der flachen Ansicht, wie ich sie nenne, zeichnen oder halt auch in der Parallelperspektive. Das können wir gemixt machen und das Programm passt sich automatisch an. Was bedeutet das im Speziellen? Ganz einfach. Der Kreis, den ich jetzt hier zeichne, der ist quasi in der flachen Ansicht ist er ein Kreis. Aber wenn ich das Ganze in die Perspektive schalte, ich habe hier oben habe ich drei kleine Würfel, mit denen kann ich in die verschiedenen Perspektiven schalten. Wir sehen hier schon, wir haben einmal von oben die Ansicht, von links oder vorn und dann haben wir die Ansicht von rechts. Damit können wir letztendlich solche Schrauben zeichnen oder dieses Teil auch in der Perspektive. Um das zu verdeutlichen, schalte ich hier einfach mal ein Gitter ein. Bei diesem Gitter ist es so, dass wir sehen, das Ganze ist quasi zweidimensional aufgebaut. Wenn ich jetzt hier was reinzeichne, dann habe ich halt dieses Element. Und wenn ich jetzt ein Rechteck zeichne, dann habe ich auch dieses Rechteck. Das ist so gezeichnet, wie wir es von Grafikprogrammen kennen. Aber wenn wir den Designer jetzt umschalten, ich schalte hier mal auf diese grüne Fläche, quasi auf die Ansicht von rechts, dann sehen wir, dass dieses Gitter auf einmal verschoben aussieht und eine perspektivische Haltung einnimmt. Und dann können wir, wenn wir diesen Kreis jetzt nochmal zeichnen, ohne dass wir auch irgendwas dabei tun müssen, wird dieser Kreis zu einer Ellipse, die zu unserer Perspektive passt. Voreingestellt ist hier Isometrie. Und da richtet sich das Ganze auch aus. Das bedeutet, wir reden immer noch von einem Kreis, der jetzt aber in der Isometrie als Ellipse dargestellt wird. Und wenn wir uns das mal angucken, hier oben ist so eine Maßleiste, wo wir die Werte kontrollieren können. Und während wir in dieser Perspektive sind, sehen wir, dass wir hier, ich stelle das mal auf einen geraden Wert ein, dass wir hier 18 mal 18 mm haben, obwohl es das eigentlich genau nachgemessen ja so gar nicht ist. Das Ganze ist verzerrt zu einer Ellipse und das würden jetzt, also flach gesehen, würde das jetzt quasi so aussehen. Ich schalte mal wieder in die flache Ansicht. Da sehen wir es jetzt hier. Da wären die Maße nämlich so. Das sind die richtigen Werte für die flache Ansicht. Und wenn ich wieder zurückschalte, sind das die exakten Werte für die technische Illustration. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass das so ist, weil wir wollen ja nicht mit 12,8 und 17,4 irgendwie was ausmessen, wenn wir wissen, dass so eine Bohrung 18 mm hat. Das heißt, das Umschalten macht das Programm mit und erleichtert Ihnen das und nimmt Ihnen alles ab. Was wir auch sehen hier ist, dass diese Ellipse automatisch aufgeteilt wurde in dicke und dünne Linien. Die Arbeit mit dicken und dünnen Linien ist ein Stilmittel aus der klassischen technischen Illustration und konsequent aufgebaut haben diese Illustrationen als Ergebnis dann ein sehr, sehr
plastischen Effekt und helfen dem Anwender dabei zu verstehen, was sie ihm mit der Illustration sagen möchten. Denn eine Illustration ist nicht einfach nur die Abbildung eines Bildes, sondern sie möchten ja Text dadurch ersetzen, damit sie ihn zum Beispiel nicht korrigieren oder übersetzen müssen. Und sie möchten es übersetzen in eine visuelle Darstellung von Informationen. Und das hat es mit Text gemein, nur dass es halt dieser Übersetzungsaufwand zum Beispiel nicht da ist und so weiter. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und Sie können die Bilder und Illustrationen natürlich redundant einsetzen oder auch für sich sprechen lassen.